Dies ist ein weiteres Video zum Thema mBlock und hier geht es nochmal um den Editor. Jetzt aber der Editor mit spezieller Arduino-Anbindung. Wenn man das alles richtig eingestellt hat, sieht der Editor so aus. Das heißt, ich habe hier wie gewohnt meine Menüoberfläche, kann jetzt aber nur noch hier auf Steuerung zugreifen, Operatoren, Daten und Blöcke und hier Roboter. Das ist die neue Extension, die ich brauche, um mit Arduinos zu programmieren. Hier habe ich jetzt wie gewohnt meine Auswahl an Blöcken. Hier kann ich mir mein Programm mit Blöcken zusammenstellen. Und was neu ist, auf dieser Seite hier wird gleichzeitig automatisch dazu ein C-Programm erzeugt, je nachdem, was ich hier an Blöcken zusammenstelle. Ich komme hier nochmal auf diese grobe Struktur gleich zurück. Zunächst aber, wie erhalte ich hier diesen Bildschirm oder diese Editor-Oberfläche? Und dazu muss ich hier oben in der Menüleiste ein paar Einstellungen vornehmen. Zunächst muss ich hier über Bearbeiten gehen und da muss ich hier unten den Arduino-Modus anklicken. Dadurch wird automatisch die Bühne versteckt, denn ich will jetzt kein Spielfeld mehr haben, auf dem ich irgendwas zusammenstelle, sondern das Programm hier, dieses Arduino-Programm, wird nachher direkt auf das angeschlossene Arduino runtergeladen, hier oben. Da. So, wenn ich also hier den Arduino-Modus eingeschaltet habe, erhalte ich, wie gesagt, diese Oberfläche im Editor. Jetzt muss ich zusätzlich noch auswählen, welches Board ich angeschlossen habe. Dazu gehe ich hier oben auf Boards und kann jetzt hier aus einer Liste auswählen, welches Board ich angeschlossen habe. Ich habe in diesem Fall hier ein Arduino Mega angeschlossen. Wichtig ist nachher noch zur Kommunikation mit dem Board. Die Kommunikation funktioniert über eine sogenannte serielle Schnittstelle. Wie das genau funktioniert, ist aber an dieser Stelle nicht wichtig. Aber was wichtig ist, dass ich hier oben in der Menüleiste noch hier über Verbinden diese serielle Schnittstelle auswählen muss. Ich gehe also hier rauf und wähle jetzt hier eine sogenannte COM-Schnittstelle aus. Müsst ihr an dieser Stelle auch nicht genau verstehen, was das bedeutet. Wichtig ist, dass ihr immer die COM-Schnelle mit der höchsten Nummer hier auswählt. Das ist denn die, mit der der Computer mit dem Board kommuniziert. So, wenn ihr das alles fertig habt, dann seid ihr im Prinzip bereit zu programmieren. Vielleicht noch kurz, bevor wir dann verschiedene Beispiele in den nächsten Videos uns mal genauer angucken, wie man das programmiert. Hier einmal drauf eingegangen, hier ist ja schon eine ganze Menge Programm vorhanden, ohne dass ich hier jetzt schon irgendwelche Blöcke zusammengestellt habe. Dazu muss man wissen, dass hier oben diese Zeilen, die sind im Moment nicht wichtig, dass da werden bestimmte zusätzliche Bibliotheken eingebunden, damit zum Beispiel ich mit Servos irgendetwas machen kann oder damit ich hier mit dieser seriellen Schnittstelle auch wirklich kommunizieren kann. Das braucht euch aber an dieser Stelle nicht weiter zu interessieren. Hier sind vorsorglich schon mal zwei Konstanten definiert. Das müsst ihr an dieser Stelle, die brauchen wir im Moment auch noch nicht. Was wichtig ist, einmal dieser Bereich hier und einmal dieser Bereich. Hier wird nachher schon ein spezieller Block definiert, ein eigener Block. Das ist sowas wie hier warte eine Sekunde. Das werde nachher hier im Programm Delay und dann kann man eine Sekunde eingeben. Und was das hier genau berechnet, das muss euch an dieser Stelle auch nicht interessieren. Wie gesagt, euer Programm wird nachher hier oben entweder unter Setup eingeführt oder hier unter Loop. Normalerweise ist das so, dass man ein Arduino-Programm nicht nur einmal ausführt, sondern man lädt das hier oben auf das Arduino runter. Und das Programm wird im Prinzip wie in so einer Dauerschleife immer wieder ausgeführt. Und das erreiche ich, indem ich das Programm hier in diese Loop einfüge. Dazu muss ich aber, wenn ich hier das Arduino-Programm starte, auch hier einen Endlos-Loop noch einfügen. Denn sonst wird das Ganze, wenn ich hier das Programm direkt unter Arduino ohne diese Loop hier einfüge, dann wird das hier in Setup eingefügt. Und dann wird es einfach genau einmal durchlaufen und ist dann fertig. Dann muss ich es im Prinzip immer wieder zum Arduino hier runterladen, wenn ich es mehrfach auslade. Aber die Idee ist ja gerade, dass das Arduino dann über Batteriebetrieb zum Beispiel selbstständig funktioniert. Ich muss es nicht mehr an den Computer angeschlossen haben. Und das Programm läuft einfach immer wieder ab. Das Ziel ist es also hier, das in so einer Loop zu haben.
Gut, wie das jetzt aber genau funktioniert, an kleinen Beispielen, das seht ihr in den weiteren Videos. Zu diesem Video erst nochmal zum Abschluss ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen auch verstanden habt.